Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die neuen Rechte, die Mieter und auch Wohnungseigentümer in einer Eigentümergemeinschaft haben, um Stecker-Solargeräte, also das, was wir typischerweise Balkonkraftwerk nennen, eben jetzt auch gerne anzubringen, während das in der Vergangenheit sehr stark vom Vermieter oder von der gemeinschaftlichen Eigentümergemeinschaft abhängig war, ob man das darf, ist es jetzt für jeden Einzelnen auf jeden Fall erlaubt, nämlich seit dem 17.10., also heute, ist nämlich die dann gestern veröffentlichte Fassung von zwei Gesetzesänderungen im Bundesgesetzblatt auch in Kraft getreten. Immer am Folgetag tritt das Ganze dann in Kraft, also heute. Und der Titel sagt schon viel zur Zulassung virtueller Wohnungseigentümerversammlungen, das ist was anderes, zur Erleichterung des Einsatzes von Stecker-Solargeräten und zur Übertragbarkeit beschränkter persönlicher Dienstbarkeiten für erneuerbare Energieanlagen. Also drei Themen, die hier insgesamt besprochen werden. Und da sehen wir dann auch am Anfang, wenn wir hier die Änderung des Wohnungseigentumsgesetzes haben, also WEG, Wohnungseigentümergemeinschaft, ist ein Begriff, den viele von euch, die ja auch in der Branche arbeiten, kennen, aus den Versorgungssystemen oder Netzbetreibersystemen, dass eben Wohnungseigentümergemeinschaften dann zum Beispiel als Rechnungsempfänger für Stromrechnungen und ähnliches auch gerne mal eingesetzt werden oder dass da eben das Eigentum und damit eben auch der Verbraucher als solcher auf so eine WEG festgeschrieben wird. Das kann dann immer mal passieren oder gerade auch bei einem Leerstand zum Beispiel. So, und hier haben wir am Anfang auch nochmal so ein bisschen das Thema von den virtuellen Versammlungen. Das ist für uns gerade nicht so sehr interessant, aber hier dazwischen steht schon mal was. Nämlich § 20 Absatz 2 Satz 1. Da wird hier ein bisschen mit Komma und gespielt und dann kommt hier fünftens der Stromerzeugung durch Stecker-Solargeräte mit dazu. Und das ist ja das Thema Balkonkraftwerk. Wir gehen jetzt mal in das Wohnungseigentumsgesetz, § 20, das ist jetzt schon die neue geänderte Fassung, wie wir sehen können. § 20, bauliche Veränderungen, jetzt merken wir schon, alles klar, hier kommen wir jetzt nah dran. Wie gesagt, jetzt noch das Thema Wohnungseigentümer und dementsprechend die Gemeinschaft, die bisher vielleicht noch verhindern konnte, dass der einzelne Eigentümer an seine Wohnung eine bauliche Veränderung macht, nämlich was an die Fassade ranbringt zum Beispiel. Und zwar: Jeder Wohnungseigentümer kann angemessene bauliche Veränderungen verlangen, die jetzt neu fünftens der Stromerzeugung durch Stecker-Solargeräte dienen. Über die Durchführung ist im Rahmen ordnungsmäßiger Verwaltung zu beschließen. So, er kann das jetzt verlangen und dann muss das dann entsprechend hier ordnungsgemäß auch beschlossen werden. Die alte Fassung sehen wir jetzt hier bei buzzer.de hier rechts. Na, wir sehen, da gibt es gar kein fünftens. Da wurde vorher nur gemacht, also hier Barrierefreiheit, E-Mobilität, Einbruchsschutz und Telekommunikation. Da kann entsprechend das beantragt werden. Und jetzt neu fünftens auch das Stecker-Solargerät. Also das ist hier die entscheidende Änderung, dass auch Wohnungseigentümer, die bisher in der Wohnungseigentümergemeinschaft noch aufgehalten worden sind, das jetzt auch hier einfacher in Gang bringen können. Danach, wie gesagt, virtuelle Versammlung für uns gerade nicht so sehr interessant. Dann kommen wir im Artikel 2 zur Änderung des bürgerlichen Gesetzbuchs, also unser BGB. Und hier haben wir den § 554. Da wird schon die Überschrift geändert und dann sehen wir nämlich hier und Stecker-Solargeräte. Hier wird nämlich auch nochmal dann ein Oder- und Kommasetzung verändert und dann nach dem Wort Einbruchsschutz kommt oder der Stromerzeugung durch Stecker-Solargeräte dazu. Und dann weiter unten nochmal ein anderes Thema, da können wir gleich nochmal kurz reinschauen. So. Das heißt, wir gehen mal in diesen § 554. Der heißt jetzt auch hier Barrierereduzierung, E-Mobilität, Einbruchsschutz und Stecker-Solargeräte. Wir merken also schon ähnliches Themenfeld wie gerade bei den Wohnungseigentümern, jetzt aber auf den Mieter bezogen. Denn der Mieter kann verlangen, dass ihm der Vermieter bauliche Veränderungen der Mietsache erlaubt, die dem Gebrauch durch Menschen mit Behinderungen, dem Laden elektrisch betriebener Fahrzeuge, dem Einbruchsschutz, und jetzt kommt neu, oder der Stromerzeugung durch Stecker-Solargeräte dienen. Der Anspruch besteht nicht, wenn die baulichen Veränderungen dem Vermieter auch unter Würdigung der Interessen des Mieters nicht zugemutet werden kann. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Nicht zugemutet werden kann unter Würdigung der Interessen des Mieters, muss jetzt schon wirklich ein heftiger Grund sein. Also wenn das vollkommen unmöglich ist, wenn die Fassade einstürzen würde, wenn man da auch nur eine kleinste Schraube dran bringt, dann praktisch wäre es nicht zumutbar. Aber im Regelfall ist das praktisch der
Freifahrtschein für den Mieter hier jetzt auch das Balkonkraftwerk, das Stecker-Solargerät, entweder an den Balkon oder an der Fassade anbringen zu können. Der Mieter kann sich im Zusammenhang mit der baulichen Veränderung zur Leistung einer besonderen Sicherheit verpflichten. Ja, also kann dann sein, dass man den Mieter noch mal ein bisschen mit hier ins Boot nimmt, um das Ganze dann auch umzusetzen und abzusichern. Muss halt vielleicht noch mal eine extra Kaution hinterlegen. So, das könnte so eine Praxis-Umsetzung davon sein. Aber im Großen und Ganzen ist das hiermit ganz, ganz deutlich erlaubt und auch da nochmal klargestellt, eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam. Sollte also in einem Mietvertrag stehen, du darfst ja kein Stecker-Solargerät anbringen, stimmt das einfach nicht. Ist dann einfach nicht wirksam. Und auch hier nochmal der Blick in die alte Variante. Allein schon die Überschrift hier. In der alten Variante hieß es nur Barrierereduzierung, Immobilität und Einbruchsschutz. Da fehlte also der Punkt und hier sehen wir dann auch, ne, Immobilität, Einbruchsschutz dienen. Also hier fehlt dann schlicht und einfach der Punkt mit dem Stecker-Solargerät, was dann hier dazugekommen ist. Das ist dann die Leistung dieser Änderung, die heute in Kraft getreten ist. Wir haben sowohl bei den Wohnungseigentümergemeinschaften als auch im klassischen Vermieter-Mieter-Verhältnis jetzt eine Klarheit bekommen, dass die Balkonkraftwerke einfach angebaut werden dürfen. Natürlich unter Wahrung von den Rechten auch der restlichen Eigentümer, gar keine Frage, aber im Prinzip wird es eingebaut. Jetzt der Vermieter muss jetzt also sicherstellen, dass es nach seinen Vorstellungen eingebaut wird, aber er muss es einbauen lassen. Ja, so ist im Großen und Ganzen die Regelung, die jetzt in Kraft getreten ist. Der Rest hier im Paragraph 1092, da geht es dann nochmal um eine Dienstbarkeit zur Grundstücksnutzung, um Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien, Wasserstoff, Energienetzen, Telekommunikationsanlagen und hier Transport von Produkten für Betriebsstätten, Straßenbahn, Eisenbahnanlagen zu übertragen. Die Dienstbarkeit, das ist so ein rechtssicher Begriff, ist praktisch ein Nutzungsrecht, könnte man sagen. Also mal ganz einfach übersetzt würde ich sagen, Nutzungsrecht ist diese Dienstbarkeit hier. Und dementsprechend kann hier ein Unternehmen das Nutzungsrecht an einem Grundstück übertragen, um hier zum Beispiel eine erneuerbare Energieanlage entsprechend zu betreiben. Das ist im Großen und Ganzen bürokratische, rechtliche Formulierung für das möglich machen, dass eben an einer Fläche, zum Beispiel an einem Gebäude, erneuerbare Energieanlagen, Wasserstoffthema und so weiter, einfach möglich gemacht wird. Ja, diese Dienstbarkeit, dieses Nutzungsrecht, das hat halt immer was mit Verträgen zu tun und mit dem Recht, auf ein Grundstück draufzugehen und dort auch etwas anzubringen, wenn hier entsprechend die Anlage hingehört. Ja, das ist halt Deutschland. Ne? Paragraph 1092, ich sagte schon, wir haben hier viele Regeln drin. Ich glaube, es sind ungefähr 2000 Paragraphen im BGB. Also von daher ist das halt typisch Deutschland. Aber deutet auch darauf hin, dass es hier noch eine gewisse Vereinfachung gibt in dem Kontext der erneuerbaren Energieanlagen. Und diese Technologien, die hier benannt sind, sind auch zufälligerweise genau die, die wir im Gebäudeenergiegesetz kennen, als die noch zulässigen auch Heizungstechnologie Lieferungen, ja, praktisch die Energieträger, die noch zulässig sind. Von daher, das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen. Ja, im Großen und Ganzen haben wir hier jetzt also das Thema der virtuellen Eigentümerversammlung, check. Wir haben hier den Zugang für die erneuerbaren Energieanlagen, check. Und dann haben wir vor allem unseren Kontext der Balkonkraftwerke, Stecker-Solargeräte, sowohl bei den Wohnungseigentümern als auch bei den Mietern. Fein. Das ist doch eine gute Entwicklung. Wir haben aktuell doch eine ganze Menge an diesen Stecker-Solargeräten schon in Deutschland. Es soll eine knappe Million sein, aber das hört man so, die Dunkelziffer soll deutlich höher sein. Also man geht eher von der doppelten Menge aus, 2 Millionen und mehr, weil relativ viele Balkonkraftwerke wohl einfach ohne Anmeldungen laufen, weil das natürlich auch gar nicht so sehr auffällig ist. Im Großen und Ganzen werden halt so die 2 Module oder jetzt ein paar mehr Module, die aber trotzdem nicht über 800 Watt Leistung kommen am Wechselrichter, die werden halt den Verbrauch des Kunden
an manchen Stellen schmälern und dementsprechend den Bezug aus dem Netz schmälern, aber eben nur schmälern, nicht auf Null setzen oder ähnliches, und die werden auch nicht großartig einspeisen, meistens zumindest. Und dementsprechend ist das halt eine kleine Anpassung des Standard-WASP-Profils, was bei den meisten noch sehr analogen Netzen ja sowieso nicht bemerkt wird. Also es gibt ja keine Messung, die das am Kunden selbst wahrnimmt, außer da ist jetzt ein Smart Meter schon eventuell verbaut, der dauerhaft Daten übertragen würde. Ist ja bei den seltensten Kunden der Fall. Und dementsprechend fällt das gar nicht auf, wenn ein Balkonkraftwerk angebracht ist. Und ehrlich gesagt verändert es auch nicht so viel im Niederspannungsnetz, außer es sind halt wirklich Tausende, Abertausende. Und dementsprechend das Verhalten der Verbraucher im Netz anders ist, als es der Netzbetreiber gewohnt ist. Und dann merkt er halt in seinen tatsächlichen Stromnetzmessungen, die an anderen Stellen passieren, dass hier irgendwas anders ist. So. Dann kann er vielleicht daraus schließen, okay, hier haben wahrscheinlich 100 Kunden oder 1000 Kunden mehr, als ich bisher weiß, ein Balkonkraftwerk drin. Aber so im Alltag macht das nicht diesen riesigen Unterschied, weil eben nur das Standard-Lastprofil noch weiter geklettet wird. Das ist ja aber sowieso schon mega individuell durch unterschiedliche Homeoffice-Regelungen und die Elektrifizierung, die auch immer weiter voranschreitet. Also man kann sich eh nicht drauf verlassen, wie so ein Standard-Lastprofil mal aufgestellt wurde. Von daher, auf jeden Fall, meldet euer Balkonkraftwerk an im Marktstandardregister. Das ist relativ easy, muss man wirklich nicht viele Daten eingeben, aber es ist halt wichtig, damit der Netzbetreiber weiß, hier ist so eine Anlage. Und dementsprechend das einfach in seine Netzstabilitätsrechnung zum Beispiel mit aufnehmen kann. Das ist durchaus sinnvoll und auch hilfreich für uns alle dann am Ende, um ein stabiles System zu haben. Okidoki. Soweit dazu. Was sagt ihr zum Thema starke Solargeräte und dass hier dieses Recht deutlich stärker geworden ist für Mieter und auch für Eigentümer in einer Eigentümergemeinschaft, das jetzt einfach anbringen zu können? Und das macht ja durchaus Sinn. Aber was ist eure Meinung dazu, eure Erfahrung dazu? Habt ihr ein Balkonkraftwerk? Habt ihr ein stärkeres Solargerät? Und was seht ihr da noch für Chancen, wenn entsprechend viele Kunden sich sowas auch anbringen und dementsprechend der Bezug aufs Netz vielleicht auch ein bisschen noch geringer wird? Okay. Ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.